Liebe ebenso ständige wie widerständige Freunde und Freundinnen unserer wöchentlichen Widerstandsdemos und Wiedersehen-Treffen. Ich begrüße Sie auf dem Stuttgarter Marktplatz zum 260. gemeinsamen Bekundung unseres Un- und Widerwillens gegen das nicht legitime Bauvorhaben von S21 und gegen alle seine Schwächen, Risiken, galoppierenden Kosten und längst als verlogen erkannten angeblichen Vorteile. Zur nächsten Montagsdemo treffen wir uns nicht hier am Marktplatz, sondern in Bad Cannstatt. Ich komme später nochmal darauf zurück. Für uns ist es eine Fortsetzung der erpresserischen Taktik der Bahn, des Faktenschaffens, noch bevor sie über alle Genehmigungen verfügt, dass in der letzten Woche der große Fräskopf der riesigen Tunnelbohrmaschine auf den Fildern angekommen ist. Auch wenn damit unser Widerstand in der Sache bislang nicht erfolgreich war und für manche gar zwecklos erscheinen mag, weil bald der Tunnelanschlag erfolgt, so bleibt unser Widerstand doch so sinnvoll und berechtigt wie eh und je seit dem Beginn unserer Montagsdemo. Mein Name ist Norbert Bongartz, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Mitglied der Gruppe der Architekten und Architektinnen für K21 und zugleich neben Eisenhard von Löper ein Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Wir stehen hier vor dem Gebäude, in dem eine immer noch breite Mehrheit der Gemeinderätinnen und Räte davon überzeugt sind, das Tiefbahnhofprojekt sei eine gute Sache für unsere Stadt. So haben sie sich eingerichtet und halten die Fenster nach draußen verschlossen, aus Angst vor der frischen Luft der Lebenswirklichkeit. Sie hoffen sehr, es möge endlich Gras über die leidigen öffentlichen Diskussionen wachsen. Ob sich die Schranke in ihren Köpfen jemals öffnen werden? Lasst es uns wenigstens weiter versuchen, diese Schranke zu öffnen. Das Schweigen dieser Lämmer vor dem drohenden Kollaps der Stadtbahn, wenn die SSB auf die Dauer von fast 3 Jahren die beiden Hauptstränge der Stadtbahn beim Bahnhof unterbrechen muss, ist wohl ein klares Zeichen dafür, dass sich die Mehrheit der Gemeinderäte einfach nur wegducken will, anstatt sich für die ungeschmälerte Erhaltung unseres Stadtbahnnetzes einzusetzen. Morgen, ausgerechnet am 1. April, tagt um 16 Uhr der SSB-Aufsichtsrat. Eines ihrer Mitglieder, Bürgermeister Völl, erhielt am letzten Freitag 1000 der von Ihnen und uns unterschriebenen Brandbriefe übermittelt. Wir wollen uns bei all den vielen Aktiven aus den Reihen der Parkschützer dafür bedanken, dass diese das Thema des Stadtbahnchaos auf unsere Agenda und damit auch auf die Agenda der Stadt gehoben haben. Damit sind wir beim Thema unserer heutigen
Montagsdemo angekommen und bei ihrem Motto: Rettet unsere Stadtbahn vor Stuttgart 21. Wir haben für dieses Thema zwei kompetente Redner gewinnen können, die uns schon wiederholt als Referenten zur Seite standen. Zunächst Kuno Hegele von Verdi. Er ist geplant, hier aufzutreten, aber wie wir gerade eben erfahren haben, musste er ein Kind ins Krankenhaus bringen und wir wissen noch nicht, ob er es rechtzeitig schafft, hier auf die Bühne zu kommen. Ich bin mal guten Mutes, dass es vielleicht noch gelingt. Insofern drehen wir die Reihenfolge der Redner um. Also Kuno Hegele kommt von Verdi und wollte uns seine Sicht der von der Bahn angestrengten Mehrkostenverhandlungen zu S21 darlegen, angesichts der dafür verschlossenen Geldhähne des Landes und der Stadt. Eine spannende Geschichte. Der Anlass zu seinem Beitrag ist hochaktuell. Morgen, ausgerechnet am 1. April, tagt der Lenkungskreis von S21, um bei der Stadt und beim Land weitere Geldbeiträge zu dem wundersam angestiegenen Baukosten für S21 locker zu machen. Hauptredner und jetzt dem ersten Redner begrüßen wir Professor Heiner Monheim, den ausgewiesenen Bahnfachmann, der uns schon mehrfach den Rücken gestärkt hatte mit seiner Sicht der paranoiden Logik der Bahn und der Tunnelparteien in Stadt und Land. Er hat sich vorgenommen, über den uns in Stuttgart drohenden Verkehrsinfarkt der Stadtbahnen zu sprechen. Ich freue mich, Herr Monheim, Ihnen das Mikrofon übergeben zu dürfen.